Wenn du zuckst beim Sound von meiner V8-Maschine, du wirst von uns geohrfeigt mit Händen, die so groß sind, dass von dem Druck deine Storchbeine brechen. Wer ist der King of Rap? SSEO. Guck nur bei Sex, relax. SSEO. Kopfnicken kostet Geld. SSEO. Normal, 0228. So, Ladies and Gentlemen, wir hängen da hier gemütlich in die Sessel rein. Der CEO ist bei mir. Herzlich willkommen in der Schweiz, in Biel. Hi. Du hast gerade herausgefunden, dass ich aus Sri Lanka bin. Das schaffen nicht viele Leute auf Anhieb. Ja. Und von dir weiß ich natürlich, dass du aus Afghanistan ursprünglich bist. Also das meinst deine Eltern. Sprichst du eigentlich Urdu oder eine Sprache? Nein. Ich spreche Dari, nennt man das. Mhm. Das ist eigentlich Persisch mit Dialekt. Okay. Ja. Und Sio heißt ja auf Persisch, soweit ich weiß, schwarz. Genau. Und das ist, weil du scheinbar besonders dunkel bist in der Familie, oder? Ja. In der Familie, ja. In der Regel nicht, aber in der Familie, ja. In der Familie bin ich so der Dunkelste und deswegen. Aber es ist noch erstaunlich, weil in Afghanistan sind ja die Leute auch oft so dunkel wie ich, oder nicht? Teilweise ja, es gibt auch teilweise total Weiße. Ja. Das kann man. Ist gemischt. Ja, genau. Ist das eigentlich, also in Sri Lanka ist es zum Beispiel ein Schönheitsideal, möglichst hell zu sein. Jetzt wundert es mich so, in Afghanistan, bist du da ist eher unbeliebt, weil du dunkler bist als die anderen? Boah, keine Ahnung. Ich habe schon gesagt, so, sagen wir mal so, ich bin. Leider heute nicht in der Verfassung, anspruchsvolle Gespräche zu führen. Okay. Also über Schwachsinn können wir gerne reden. Sobald es um Erwachsene, auf die Erwachsene-Ebene kommt, da bin ich raus. Was ist daran erwachsen dran? Ich wollte ja nur wissen, ob erwachsen das so ein Schönheitsideal ist. Erwachsen im Sinne von ab 16. Ab 16? Ich bin da weit drunter, was meine Psyche betrifft. Ja. Ja gut, dann fangen wir dann irgendwo an unter 16. Dann würde ich sagen, Cartoons. Boah. Guckst du Trickfilme? Damals, sehr viele. Ja, ja. Warst du auch so ein fernsehsüchtiges Kind? Total. Ich war das voll. Ich habe was heißt fernsehsüchtig? Aber ich habe mir viele Cartoons angeschaut. Nickelodeon war damals so mein Kanal. Was hast du so geguckt? Dexter's Laboratory. Oder was habe ich noch geguckt? Keine Ahnung. Das war mehr. Echt Blödsinn. Ja. Ja, deswegen wahrscheinlich auch mein Charakter, der sich heute daraus resultiert. Wahrscheinlich sind das die Cartoons von damals. Gibt es eine Cartoon-Figur, mit der du dich identifizierst? Ja, Johnny Bravo. Also diese Figur identifiziert sich mit mir. Nicht nur mit ihr. Genau. Hast du ja auch als Facebook-Profilbild, habe ich gesehen. Ja, genau. Johnny Bravo. Was ist das? Mein Cousin, wie man an der Haarfarbe auch erkennt. Natürlich. Ja. Was verbindet euch nebst der Haarfarbe? Und dem prächtigen Aussehen natürlich. Unser sexuelles Bedürfnis. Okay. Ja. Hört man ja auch viel in deinen Songs. So. Ja, denke ich auch. Gibt es eigentlich mal einen Punkt, wo du sagst, so, ich nehme auch jugendfreie Themen, weil du sagst, so dein... dein Befinden ist unter 16, aber du sprichst aber immer über erwachsene Themen. Das ist ja, das ist auf einer anderen Ebene, das andere ist auf einer anderen Ebene. Und außerdem, wo ist die Altersbeschränkung für was? Was tue ich, was unter 18-Jährige nicht hören sollten? Das Wort Sex aussprechen oder was? Nein, das darfst du natürlich. Mehr tue ich auch nicht. Ich spreche über Drogen zum Beispiel. Drogen? Das ist vielleicht etwas, wo man vorsichtiger umgeht, vor allem bei Jugendlichen, findest du nicht? Ich sag mal so, meine Musik hat ja eine ordentliche Portion Ironie und auch die Jugendlichen wissen, wie die mit dieser Musik umzugehen haben, auch die unter 18-Jährigen. Ich bin nicht verantwortlich dafür und andersrum denke ich aber auch, man sollte da jetzt nicht so tiefgründig in die Sache reingehen. Ich glaube, dass die Jugendlichen wissen, wie die mit dieser Art von Musik umzugehen haben und auch mit dem Humor und mit der Ironie. Und wenn da dann Drogen, polarisiert werden oder Sex oder keine Ahnung was, auch das findet alles nur auf einer Ebene statt, wo man sagt, okay, das nehme ich im Rahmen der Musik ernst, aber in der Realität weiß jeder schon, was richtig und was falsch ist, für sich selber. Da bin ich nicht der Lehrer für. Findest du, dass man eigentlich unfair ist gegenüber deutschen Rappern? Weil in meiner Jugend hatte ich auch so Gangster-Rap und so gehört aus Amerika, wo genau die gleichen Themen behandelt wurden. Ja. Und das hat man mit einer gewissen Distanz gesehen. Und sobald es eine Sprache ist, die Jungen auch verstehen, kommen dann die Kritiker und sagen so, hey Junge, pass mal auf, du kannst nicht so Sachen verklickern oder musst auswählen, gewillter vorgehen. So. Ist das unfair? Selbstverständlich ist das in dem Sinne, so direkt wie du die Frage stellst, ist es unfair, ja, aber es ist nicht störend, sag ich mal. Ne? Ich denke, das hat viel mehrere Bezüge. Ich denke, es geht nicht nur um den Inhalt, sondern es geht auch so um den Charakter und keine Ahnung. Es sind viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Es ist nicht nur so, dass wenn ich jetzt solche Inhalte bringe oder ein Ami solche Inhalte bringt, dass das da jetzt große Unterschiede gibt, dass sie bei mir sagen, nee, du bist ein böser Mann. Und ein böser Mann und der ist ein guter Junge, so keine Ahnung. Ich glaube, es gibt viele andere Gründe. Ich glaube, es ist auch mehr so dieses Schubladendenken und so.
Ja. Das ist ja ein bisschen das, was man präsentiert. Die Leute glauben ja gerne mal, was man sieht. Ja. Und du zeigst dich halt auch von dieser Seite. Gibt es da vielleicht eine andere Seite, die die Leute vielleicht nicht so sehen? Keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, dass du vielleicht voll der familiäre Typ bist. Bin ich wahrscheinlich auch. Diese Ebenen sollten ja in der Musik, finden ja in der Musik eine Stadt, passt ja nicht. Aber in der Regel, keine Ahnung. Ich bin nicht anders, wie ich mich in der Musik darstelle. Mhm. Andersrum gibt es wahrscheinlich Facetten, die ich auch in der Musik nicht irgendwie darstelle. Weißt du, das ist, keine Ahnung. Also ist es weder noch so, wie du sagst. Okay, jetzt bin ich aber verwirrt. Kannst du mir konkrete Beispiele geben, sodass ich das eben. Wenn ich jetzt in der Musik über Sex und Drogen rappe, über Drogenkonsum oder Sex oder keine Ahnung was. Das mag alles einen Wahrheitsgehalt haben. Andersrum gibt es wahrscheinlich Seiten an mir, wie Bindung zu meiner Familie und so weiter, die ich jetzt nicht in der Musik polarisiere, die aber auch stattfinden in meinem Leben und in meinem Charakter. Ne? Okay. Und deswegen sage ich, da auf der einen Seite gibt es wahrscheinlich Seiten, die kennt man nicht an mir. Aber die Seiten, die ich von mir preisgebe, sind meine Seiten. Ich Schauspieler nichts. Okay, gut. Verstanden? Also du zeigst einfach gewisse Facetten von dir, aber es ist nicht irgendwie frei erfunden oder so. Es gibt immer einen Funken Wahrheit. Ich denke auch nicht darüber nach, okay, die Facette suche ich mir jetzt aus, die lasse ich lieber sein. Ne? Ich mache einfach so, wie ich Bock habe. Kann ja auch sein, dass ich eines Tages über meine Familie einen Song mache. Das könntest du mal machen. Kannst du dir vorstellen. Also von diesem Gangster-Rap. Oder kann sein, dass ich über eine andere Familie einen Diss-Track schreibe. Kann alles sein. Ne? Wie ist denn der private CEO so? Der private CEO? Wenn man mit dir zu Hause rumhängt oder so. Was würdest du mir anbieten, wenn ich zu Hause bei dir anklopfen würde? Kaffee würdest du nicht anbieten, glaube ich, oder? Ich würde dir meinen Zollstock anbieten, um zu messen. Was? Themawechsel. Was hast du gefragt? Wow! Okay, genau davor hatte ich ein bisschen Angst, weil du bist so schlagfertig und du kommst immer mit Themen auf, die Leute ein bisschen überfordern, nicht? Sehr gefährlich. Warst du eigentlich schon immer so, dass du gerne mal so provoziert hast? Ich kann mir vorstellen, dass du in der Schule... Hab ich so gemacht? Jetzt machst du es. Also. Dann darf ich aber auch. Ja, klar. Warst du in der Schule eigentlich so der Pausenclown? Ja? Nein. Nein? Ich war der Lehrer an der Schule. Der Lehrer? Genau. Ich habe den Leuten beigebracht, wie Mathematik funktioniert. Ja? Genau. Ein Apfel plus ein Apfel sind gleich drei. So sehr ungefähr. Gut. Und die Schüler sind alle jetzt wo? Die Schüler sind alle Rapper oder Konsumenten. Wow. Aber es gibt ja tatsächlich auch eine intellektuelle Seite an dir. Du gehst ja auch sogar studieren. Worauf setzt du jetzt eigentlich? Also du bist Rapper und gleichzeitig BWL-Student. Möchtest du irgendwann mal bei einem, keine Ahnung, Multimilliardenkonzern arbeiten oder willst du Rapper bleiben? Ich denke, am Ende des Tages, die Uni mache ich nur noch wegen meinem Ego. Also ich werde wahrscheinlich nicht in meinem Leben irgendwo arbeiten gehen. Da hat jeder auch seine eigene Ansicht vom Leben, aber ich glaube, das müssen wir jetzt hier auch nicht so thematisieren, sonst entsteht hier auch so eine Markus-Lanz-Show, darauf habe ich keinen Bock. Und wie heißt es? Was war deine Frage nochmal? Ich hab vergessen. Was du gerne machen möchtest, worauf du dich... Weiß ich nicht, mal gucken. Vielleicht kletter ich auf Bäume eines Tages, wissen wir nicht. Okay. Oder vielleicht stelle ich Marzipan aber her. Es ist nicht Marzipan-Figuren. Nochmal. Es ist aber nicht ein Sicherheitsgedanke, wo du sagst, so, hey, falls es mit dem Rap nicht klappt, habe ich noch einen anständigen Job und so. Nein. Überhaupt nicht. Gar nicht. Also wenn es ums Geld verdienen geht, denke ich, ist Uni die falsche Baustelle. Wirklich. Was sollte man machen, um richtig viel Kohle zu verdienen? Wenn ich das verraten würde, dann würde ich mir Konkurrenz schaffen und deswegen lasse ich es doch lieber das sein. Das bleibt dein Geheimnis dann, damit du the richest of allen bist. Bin ich nicht, aber zumindest einer. Wenn du jetzt frei wählen könntest, nochmal von vorne und alle Fähigkeiten und alle Mittel dazu hättest, was würdest du machen? Astronaut werden. Astronaut? Genau. War das dein Kindertraum auch? Total. Verarschst du mich? Nee, ich mache das ernst. Warum wolltest du Astronaut werden? Weiß ich nicht. Warum wolltest du nicht Astronaut werden? Weil ich Angst habe, im All zu sterben, vielleicht. Ja, für mich klingt das nicht ganz so cool. Ich wollte was Banaleres. Ich wollte einfach Lehrerin werden. Ach so. Ja. Was wolltest du unterrichten? Ja, ich wollte den Schülern Nachhilfe geben, die bei dir im Unterricht waren. Ach so. Ja, weißt du, mit dem Äpfeln und so. Genau, richtig. Den Leuten helfen, ne? Richtig. Nee, also keine Ahnung. Okay, also dein Auftritt, wie hast du ihn eigentlich gefunden? Du warst ja hier am Royal Arena Festival 2015. Ja. Wie hast du dir gefallen? War cool auf jeden Fall. Super Leute. Schweiz ist super. Das ist mein erstes Mal in der Schweiz auch. Ich wäre letztes Jahr auch gerne hier hingekommen, aber ich war irgendwie krank. Und keine Ahnung, ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein und die Leute sind gut drauf.
Freut mich. Sehr schön. Ja. Bleibst du noch ein bisschen hier oder geht's dann schon gleich wieder weiter? Ich glaube, ich mache gleich die Biege und dann mal schauen. Das heißt, du kannst noch ein bisschen was von der Schweiz sehen oder? Keine Zeit dafür. Berge. Okay. Skifahren. Berge. Oder so. Skifahren im Sommer. Blumenpflücken. Du hattest recht am Anfang, so ernstes Gespräch geht gar nicht. Ja, tut mir leid, ich kann jetzt nicht mit dir über, keine Ahnung. Ist okay, weißt du was, wir lassen es lieber sein und gehen lieber Blumen pflücken. Ist das ein Deal? Also, vielen Dank für das Interview hier. Ich im Kreis so wie Uhrzeigernutte. Ich treffe mich mit blonden Scharmus. Bei 0 Grad trotzdem im Jogginganzug. Du siehst Nebel, Fuffi batzen und sich narren. Währenddessen im Backstage Groupies blasen. Entweder Para mit Rapmusik oder weiterhin auf der Schiene. Wenn du zuckst beim Sound von meiner V8-Maschine. Du wirst von uns geohrfeigt mit Händen, die so groß sind, dass von dem Druck deine Storchbeine brechen. Ah, wer ist der King of Rap? SSEO. Guck nur bei Sex, relax. SSEO. Kopfnicken kostet Geld. SSEO. Normal, nutz. Jetzt wundert es mich so, in Afghanistan, bist du da ist eher unbeliebt, weil du dunkler bist als die anderen? Boah, keine Ahnung. Ich habe schon gesagt, so, sag mal so, ich bin leider heute nicht in der Verfassung, anspruchsvolle Gespräche zu führen. Okay. Also über Schwachsinn können wir gerne reden. Sobald es um Erwachsenen geht. So, Ladies and Gentlemen, wir hängen da hier gemütlich in die Sassler rein. Der CEO ist bei mir. Herzlich willkommen in der Schweiz, in Biel. Hi. Du hast gerade herausgefunden, dass ich aus Sri Lanka bin. Das schaffen nicht viele Leute auf Anhieb. Ja. Und von dir weiß ich natürlich, dass du aus Afghanistan ursprünglich bist. Also ist meines deinen Eltern. In der Familie, in der Regel nicht, aber in der Familie, ja. In der Familie bin ich so der Dunkelste und deswegen. Aber es ist noch erstaunlich, weil in Afghanistan sind ja die Leute auch oft so dunkel wie ich, oder nicht? Teilweise ja, es gibt auch teilweise total weiße, ja. Das kann man weiß ist gemischt. Ja, genau. Ist das eigentlich, also in Sri Lanka ist es zum Beispiel ein Schönheitsideal, möglichst hell zu sein. Sprichst du eigentlich Urdu oder eine Sprache? Nein, ich spreche Dari, nennt man das. Mhm. Das ist eigentlich Persisch mit Dialekt. Okay. Ja. Und Sio heißt ja auf Persisch, soweit ich weiß, schwarz. Genau. Und das ist, weil du scheinbar besonders dunkel bist in der Familie, oder? Ja.